Bochum, Nordrhein-Westfalen. Hier muss es gewesen sein. Vor mehr als 18 Jahren war Mordermittler Klaus Lipphaus zum letzten Mal an dieser Stelle im Wald. Dennoch findet der erfahrene Polizist den Platz auf Anhieb wieder, hat nie vergessen, was hier passiert ist. Hier wird es gewesen sein. Es ist einer der ersten Frühlingstage im März 1999, als Lipphaus in diesen Wald bei Witten gerufen wird, weil hier eine fast skelettierte Leiche gefunden wurde. Ist ein sehr komisches Gefühl. Man hat plötzlich die Situation wieder genau vor Augen, was damals so passiert ist. Man erinnert sich schlagartig an alles. Sind keine schönen Erinnerungen, ist auch kein schönes Gefühl. Es läuft einem eigentlich ein Schauer runter, weil das sind so Situationen, die man eigentlich auch als Kriminalist nur aus Krimis selbst kennt, aus irgendwelchen brutalen Krimis. Und jetzt ist man plötzlich selbst live dabei. Für Ermittler Klaus Lipphaus beginnt an dieser Stelle damals die Arbeit an einem Fall, der ihm unter die Haut gehen wird. Die eigentliche Tragödie beginnt aber bereits 8 Monate vor dem Leichenfund. Die 16-jährige Schülerin Stefanie K. wird von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Es ist der 8. August 1998. Stefanie will hier am Imminger See in Bochum ein Sommerfest besuchen. Sie verschwindet spurlos. Sie ist zuletzt von den Eltern gesehen worden am Tag zuvor, am 7.8. irgendwo gegen 19.30 Uhr und hat sich dann von zu Hause aus auf den Weg zum Imminger See gemacht und wollte unterwegs sich noch mit Bekannten treffen. Mit den Bekannten hat sie sich nicht getroffen. Am Imminger See ist sie nicht angekommen. Es ist Freitagabend gegen 20 Uhr, ein heißer Augusttag. Stefanie läuft zu Fuß von ihrem Elternhaus in Richtung Sommerfest. Sie nimmt eine Abkürzung durch ein Industriegebiet, um so schneller zum See zu gelangen. Irgendwo auf diesem Weg verliert sich ihre Spur. Das gesamte Gebiet um den Imminger See wird von der Polizei anschließend abgesucht. Doch es wird kein Hinweis auf die Schülerin gefunden. Es sind die üblichen Vermisstenmaßnahmen angelaufen. Sie ist also zur Fahndung ausgeschrieben worden. Man hat die angrenzenden Behörden angeschrieben. Und solange, bis sie nicht gefunden wurde, war sie auch als fahndende Person im Netz. Kurios ist, immer wieder tauchen nach Stefanies Verschwinden Zeugen auf, die glauben, das Mädchen gesehen zu haben. Lipphaus und seine Kollegen schließen auch nicht aus, dass Stefanie K. einfach nur von zu Hause ausgerissen ist. Durch die ganzen Aussagen der Leute, die Angaben zur Stefanie K. gemacht haben, ist der Eindruck entstanden, als wenn sie sich von zu Hause im Elternhaus entzogen hat, was in einem pubertären Alter durchaus auch mal unüblich ist. Selbst Stefanies Eltern glauben, dass ihre Tochter von zu Hause ausgerissen ist. Niemand weiß, was mit dem Mädchen tatsächlich passiert ist. Bis zum 30. März des darauffolgenden Jahres. Dieses Waldstück bei Witten liegt rund 15 Autominuten vom Imminger See in Bochum entfernt. In dieser Senke findet der Hund eines Spaziergängers eine Leiche. Der Hundebesitzer alarmiert die Kripo. Ermittler Klaus Lipphaus erinnert sich. Die Leiche ist in einer Senke gefunden worden. Die Senke selbst war noch ein bisschen mit einem Spaten ausgestochen, sodass sie ca. 40 cm Tiefe hatte. Und der Leichnam wurde dort abgelegt und ist dann mit Erdreich, mit Laub und mit Geäst abgedeckt gewesen. Zum Zustand der Leiche, die Leiche war zum Teil schon skelettiert und es war zum Teil auch schon Tierfraß erkennbar. Neben der Leiche findet die Spurensicherung auch persönliche Gegenstände des Opfers, unter anderem einen BH. Auch wenn die Leiche schon stark skelettiert ist, so wird doch schnell deutlich, dass es sich hier um eine Frau handelt. Der Zustand der Leiche stellt für die Rechtsmedizin eine Herausforderung dar. Dr. Harald Voss ist Spezialist auf diesem Gebiet, hat bereits hunderte Leichen obduziert. Er kennt die Probleme, die auftauchen, wenn Tote vor der Obduktion so lange Zeit liegen. Ein Todeszeitpunkt lässt sich mit üblicherweise nach solchen Sachen nicht mehr feststellen. Also bei einer solchen veränderten, fäulnisveränderten und teils skelettierten Leiche kann man keine Todeszeit mehr feststellen. Also bloß grob schätzen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Liegezeit kann man versuchen festzustellen, aber auch das wird nur eine grobe Schätzung. Es ist niemals so, wie im Fernsehen das üblicherweise ist, wenn dann der Rechtsmediziner fortkommt und sagt, 13.21 Uhr ist diejenige Person gestorben. Das geht nicht. Das kann niemand von den Rechtsmedizinern. Wir haben immer Spannen, wir müssen Spannen angeben. Je früher ich an einer frischen Leiche bin, desto mehr kann ich sagen zum Todeszeitpunkt. Je später ich komme, desto größer wird die Zeitspanne. Doch eines können die Mediziner ganz sicher feststellen. Es handelt sich um das Skelett der vermissten Stefanie K. Klaus Lipphaus hat nun die schwere Aufgabe vor sich. Er muss den Eltern des Opfers die tragische Gewissheit mitteilen. Die Eltern lebten ja immer
in dem ständigen Widerspruch, lebt mein Kind noch, ist es vielleicht irgendwo unterwegs, wird es vielleicht irgendwo unter Gewalt gehalten oder ist es schon tot? Als wir die Nachricht überbringen mussten, dann wirkten die Eltern natürlich auf der einen Seite geschockt, auf der anderen Seite aber auch gefasst, weil jetzt irgendwo ein Ende, eine Situation für sie greifbar war, die beendet war. Sie konnten jetzt in Ruhe trauern und Abschied nehmen von der Tochter. Lipphaus weiß nicht, ob er den Eltern eines Tages auch die Frage beantworten kann, wer ihrer Tochter das Leben genommen hat. Aber er will alles daran setzen, es herauszufinden. Passau in Niederbayern. Eine junge Frau liegt blutüberströmt in ihrer Badewanne. Ihr Körper ist mit Stichverletzungen übersät. Ein Küchenmesser steckt in ihrer Brust. Das ganze Badezimmer ist voller Blutanhaftungen. Für ihre Ermittlungen haben die Polizisten dieses Tatortvideo aufgenommen. Es sind Verbrechen wie diese, die ihre Arbeit zur Belastungsprobe werden lassen. Es ist der Valentinstag 2007, als Hauptkommissar Uli Moser zu diesem Tatort in Passau gerufen wird. Die Leiche wurde im Badezimmer der Wohnung aufgefunden. Sie lag in Rückenlage, vollständig bekleidet, in der Badewanne der Wohnung. Im Oberkörper- und Brustbereich waren eine Vielzahl von Einstichen durch die Oberbekleidung hindurch erkennbar. Das offensichtlich zur Tatausführung verwendete Messer steckte im Brustbereich. Des Weiteren waren in dem Bereich in der Badewanne und um die Badewanne sowie an den Wänden großflächige Blutanhaftungen sichtbar. Bei der Getöteten handelt es sich um die 21-jährige Caroline B. Sie stammt aus dem Raum Hannover, studiert in Passau Kommunikationswissenschaften. Weil sie als zuverlässig gilt, dauert es nicht lange, bis sie von einer Studienkollegin vermisst wird. Eine Mitstudentin des Opfers stellte fest, dass die Caroline B. sowohl am Montag, den 12.02. als auch am Dienstag, den 13.02. wichtige Termine an der Uni nicht wahrgenommen hatte. Die verständigten Beamten fahren zu Carolines Wohnung und finden die 21-Jährige daraufhin erstochen in der Badewanne. Die Spurensicherung nimmt ihre Arbeit auf. Die Leiche der jungen Frau wird in die Gerichtsmedizin gebracht. Das Original-Tatmesser ist bis heute bei der Polizei asserviert. Bei der Obduktion der Leiche spielt es eine wichtige Rolle. Im Zuge der Obduktion wurde auch die Stichtiefe sondiert. Dabei wurde festgestellt, dass Stiche vorhanden waren bis zu einer Tiefe von insgesamt 26 cm bei einer Klingenlänge von 20 cm, was bedeutet, dass es durch die große Brutalität der Tatausführung und durch die große Gewalteinwirkung zu einer Weichteilkompression von bis zu 6 cm gekommen war. Und die Untersuchung des Tatmessers bringt noch weitere Details über die Tat ans Tageslicht, die Ermittler Moser weiterbringen. Mit diesen Eisenstäben, die die Gerichtsmediziner in die Wunden stecken, machen sie eine sogenannte Sondierung der Stichkanäle. Rechtsmediziner Philipp Möller von der Universität Berlin erklärt die Methode. Man führt diese Sonde von außen in die Wunde ein und guckt, ohne da jetzt groß dran an diesem Wundkanal zu manipulieren, deswegen ist dieses Ende auch abgerundet und dass man nichts kaputt macht. Wie kann man sie weiter vorschieben? Wenn man da 1, 2, 3, je nachdem wie viele, dann drin liegen hat, dann geben die nach außen hin irgendwie eine Richtung an. Dann sagt mir das, irgendwie scheint von links gekommen zu sein, so scheint von unten gekommen zu sein. Dafür braucht man diese Sonden, um diesen Stichkanal einmal von außen schon nachverfolgen zu können. Es wurde festgestellt, dass die Gruppiertheit, also die Anordnung sowie die weitgehende Parallelität der meisten Stiche dafür gesprochen hat, dass das Opfer beim Setzen der meisten Stiche bereits sterbend oder beziehungsweise kampfunfähig war und sich die Position zwischen Opfer und Täter während des Setzens der meisten Stiche nicht mehr verändert hat. Caroline lag also wehrlos auf dem Rücken in der Badewanne, als der oder die Täter gnadenlos auf sie einstachen, bis sie starb. Von seinen Kollegen bei der Spurensicherung erfährt Moser, aus der Wohnung des Opfers fehlen ein Laptop, ein Handy und eine Fotokamera. Die Ermittler lassen auch die Konten des wohlhabenden Opfers überprüfen. Dabei machen sie eine Entdeckung. Wir konnten feststellen, dass mit den Kreditkarten des Opfers nach ihrem Ableben 2-mal von ihren Konten Geld abgehoben worden war. Weiter erfolgten mehrere erfolglose Abhebeversuche im Raum Passau sowie in Kassel.
Offensichtlich wurde Caroline das Opfer eines Raubmordes. Das bestätigt auch ein Fund, den die Beamten am Passauer Bahnhof machen. Es war so, dass wir routinemäßig einige Tage nach dem Auffinden der Leiche die Schließfächer am Passauer Bahnhof überprüft hatten. Dabei wurden in einem Schließfach in einer Reisetasche mehrere Gegenstände, Wertgegenstände aus der Wohnung der Caroline B. aufgefunden. Wer allerdings diese Tasche mit den gestohlenen Gegenständen im Schließfach deponierte, können die Beamten nicht herausfinden. Ermittler Uli Moser und sein Team haben keine heiße Spur. Sie hoffen, im Umfeld von Carolines Kommilitonen an der Uni Passau mehr Informationen zu bekommen. Zurück in Bochum. In diesem Waldstück wird eine zum Teil skelettierte Frauenleiche gefunden. Es handelt sich um die sterblichen Überreste der 16-jährigen Schülerin Stefanie K. Seit 8 Monaten wurde das Mädchen vermisst, verschwand auf dem Weg zu einem Sommerfest. Mordermittler Klaus Lipphaus und sein Team stehen vor der Herausforderung, diesen Fall zu lösen. Sie wollen alles daran setzen, das Schicksal des Mädchens aufzuklären und den oder die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Eine Spur gab es, weil im gefundenen Grab, also wo der Leichnam gefunden wurde, unter des Leichnams war ein abgerissenes Stück eines Medaillons, was ein Kran, worauf das Krantor abgebildet war. Krantor befindet sich, soweit ich weiß, in Danzig. Allerdings können Lipphaus und sein Team das Medaillon keinem Besitzer zuordnen. Und so setzen sie nochmals an, die Bevölkerung rund um den Imminger See zu befragen. Wir mussten erstmal sehen, dass wir die Vermisstenanzeige komplett auswerten und dann die letzten Meter, die letzten Wege der Stefanie K. rekonstruieren zu können. Dabei sind wir dann deutlich geworden, dass sich die Spur der Stefanie am 7.8. gegen 20 Uhr im Bereich des Imminger Sees Industriestraße verliert. Nach diesen ersten Auswertungen steht fest, Stefanie ist durch ein Industriegebiet gelaufen. Hier wird sie zum letzten Mal lebend gesehen. Die Industriestraße, nichts als LKW und Fabrikhallen. Als Stefanie am Freitagabend hier vorbeigeht, sind die Büros längst geschlossen. Kommissar Lipphaus' Gedanken kreisen darum, was hier passiert sein könnte. Ist Stefanie hier ihrem Mörder begegnet? Wir sind dann natürlich auch hergegangen, haben alle Ermittlungsergebnisse, die in diesem Bereich zu diesem Zeitpunkt irgendwo angefahren sind, auch ausgewertet und sind dann auf einen Vorgang gestoßen, wo eine Ehefrau ihren Ehemann wegen Vergewaltigung in der Ehe angezeigt hat. Dieser Ehemann hat eine Firma betrieben, die unmittelbar auf dem Fußweg liegt, die Stefanie K. gegangen sein muss, um zum Imminger See zu gehen. Dieser Ehemann war auch uns bekannt als mehrfach vorbestrafter Sexualtäter, sodass er natürlich in den unmittelbaren Fokus der Ermittlung gelangt ist. Es handelt sich um den 49-jährigen Dietmar S. Mit dem Verschwinden der Schülerin will er nichts zu tun haben. Doch ihm gehörte ein Elektrohandel in der Industriestraße. Den hat er mittlerweile verkauft. Lipphaus hält den Mann zumindest für verdächtig. In dieser Halle befand sich damals sein Büro und der Mordermittler muss jetzt mehr über den Mann in Erfahrung bringen. Wir sind dann im weiteren Verlauf, haben wir versucht, diesen Tatverdacht zu verifizieren. Das heißt, wir haben Umfeldermittlungen angestrebt. Wir haben seine Person abgeklärt, haben festgestellt, er ist mehrfach vorbestrafter Sexualtäter und haben dann festgestellt, dass der Weg von Stefanie K. zuletzt an dieser Firma vorbeigegangen sein muss. Ist das ein Zufall? Der erfahrene Kriminalist aus Bochum ist sich sicher, den Mörder von Stefanie vor sich zu haben. Er kann es aber nicht beweisen. An der stark verwesten Leiche ist kein Hinweis mehr zu finden. Bei seinen weiteren Ermittlungen findet Lipphaus heraus, Dietmar S. hat auch alle seine Firmenfahrzeuge verkauft. Jetzt mussten wir natürlich Beweise schaffen und waren in der Not, alle Fahrzeuge, die irgendwo in ganz Deutschland verteilt waren, wieder ausfindig zu machen, in der Hoffnung, dass es sie noch gibt und nicht verschrottet worden sind. Lipphaus glaubt, Dietmar S. kommt als Täter in Frage und könnte die Leiche der Schülerin im Auto in den Wald gefahren haben. Doch von einer Festnahme ist Lipphaus weit entfernt. Während nach den Fahrzeugen gesucht wird, schickt der Kommissar die Spurensucher auf das ehemalige Fabrikgelände von Dietmar S. Ohne große Erwartungen. Die alten Büromöbel des Verdächtigen sind noch vorhanden. Werden Lipphaus' Kollegen ihm handfeste Beweise sichern können oder hat sich der Ermittler getäuscht? Zurück in Passau. Hier beschäftigt der brutale Mord an einer Studentin die Ermittler. Federführender Beamter ist Uli Moser. Immerhin hat er die Tatwaffe. Ein riesiges Küchenmesser, das er auf DNA-Spuren untersuchen lässt.
Am Tatwerkzeug konnten DNA-Spuren gesichert werden. Diese DNA-Spuren konnten einerseits dem Tatopfer zugeordnet werden. Weiter wurden DNA-Spuren einer unbekannten männlichen Person gesichert. Ein Abgleich in den polizeiinternen Systemen führte hierbei jedoch zu keinem Treffer. Ein Rückschlag für die Mordkommission. Moser muss jetzt unbedingt klären, was Caroline in den letzten Tagen vor ihrem Tod genau gemacht hat. Die Befragung ihrer Kommilitonen bringt ans Tageslicht, dass die Studentin kurz vor ihrem Tod Gäste hatte. Diese ergab, dass Caroline B. in den Tagen vor ihrem Ableben Besuch von zwei bis dato unbekannten Männern hatte. Ermittlungen im Umfeld der Studentin bei der Uni Passau bestätigten diese Annahme. Sie erzählte auch gegenüber Mitstudenten von der Anwesenheit dieser beiden Männer. Sie gab an, sie hätte einen der beiden, einen 19-Jährigen aus Hannover, an Silvester 2006, 2007 in Hannover kennengelernt. Sie hatte gegenüber ihren Mitstudentinnen auch angegeben, dass sie diesen eigentlich ganz nett gefunden habe. Diese beiden Männer seien dann am 30. Januar, so hat sie es angegeben, gegenüber ihren Mitstudenten nach Passau gekommen, um sie zu besuchen. Caroline hatte ihren Freundinnen aber auch gesagt, dass die beiden Männer ihr mittlerweile auf die Nerven gehen. Während sie fleißig studierte, tranken die Besucher nur, rauchten und verschmutzten ihr Apartment. Deshalb soll sie sie aufgefordert haben zu gehen. Bei den beiden Männern handelt es sich um Jan H. und Andreas S. Haben die beiden etwas mit dem Mord an Caroline zu tun? Fest steht, die Beamten können die beiden Männer nirgendwo finden. Sie sind spurlos verschwunden. Die beiden Männer stammten aus dem Raum Hannover. Beide waren bereits Gegenstand polizeilichen Einschreitens bzw. mehrfach Gegenstand polizeilicher Ermittlungsverfahren im Raum Hannover. Mordermittler Uli Moser ist sich sicher. Er ist auf der richtigen Spur. Doch wo könnten sich die beiden Männer versteckt halten? Es folgten dann umfangreiche kriminaltaktische Maßnahmen und Ermittlungen. Wir führten zum Beispiel fast 70 Telefonüberwachungsmaßnahmen durch bei Kontaktpersonen sowie im sozialen Umfeld der beiden Männer. Weiters wurde eine groß angelegte Öffentlichkeitsfahndung in allen Medien durchgeführt, also in allen Printmedien, Fernsehen, Fahndungsplakate etc. Diese Fahndung wurde nicht nur in Deutschland durchgeführt, sondern auch in Spanien und in Frankreich. Es war aufgrund der Ermittlungen bekannt, dass das Fernziel der beiden Männer Spanien gewesen war. Haben sich die beiden Tatverdächtigen tatsächlich nach Spanien abgesetzt? Eine Flucht ins Ausland würde den Verdacht gegen sie erhärten. Auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wird über die Fahndung nach den beiden Männern berichtet. In Ihrem Bekanntenkreis hatten Sie auch wiederholt vom Plan erzählt, nach Spanien oder Afrika auszuwandern. Also bitte nicht nur in Deutschland die Augen in diesem Fall offen halten. Alle Hoffnung von Mordermittler Uli Moser liegt jetzt darauf, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Auch im Bochumer Mordfall hat Ermittler Klaus Lipphaus einen Verdächtigen. Er glaubt, dass der vorbestrafte Sexualtäter Dietmar S. der Schülerin Stefanie K. aufgelauert hat, sie in seine Gewalt brachte und tötete. Ist er massiv aufgefallen wegen Sexualdelikte. Nach unseren Überprüfungen hat er zuvor 15 Jahre wegen Sexualdelikte in Haft gesessen. Er hat mehrfach Frauen, überwiegend junge Mädchen, junge Frauen, als Opfer bevorzugt ausgewählt, hat sie in sein Fahrzeug gezogen. Zum Teil hat er dabei eine Schusswaffe als Vorhalt geführt, hat also auch Waffen benutzt, hat sie damit gefügig gemacht und hat sie dann misshandelt. Doch Dietmar S. den Mord nachzuweisen ist nicht einfach. Seine Firma hat er aufgelöst. Nur noch ein paar alte Möbel finden die Ermittler in seinem Büro. Dennoch beginnen Lipphaus und sein Team, hier nun Spuren zu sichern. Sie landen tatsächlich einen Volltreffer. Wir haben hier in diesen Räumlichkeiten, in den Büros hier oben an einem TV-Sessel, Spuren festgestellt, die darauf hindeuten, dass hier Sperma- und Sekretspuren vorhanden waren. Wir haben an dem Gestell des Fernsehsessels braune Klebestreifen gefunden und wir haben an einem Kissen Speichelspuren gefunden. Die Auswertung dieser Spuren ergab dann,
dass es sich tatsächlich um Speichel der Stefanie K. gehandelt hat, um Spermaspuren von den Beschuldigten und um Sekretspuren von der Stefanie K. und dass an dem Klebeband eindeutig ihre DNA nachzuweisen war. Aufgrund dieser Ergebnisse gehen die Ermittler davon aus, dass Stefanie von ihrem Peiniger in seinem Büro gefesselt, missbraucht und anschließend mit einem Kissen erstickt wurde. Rechtsmediziner Dr. Harald Voss weiß aus Erfahrung, dass der Nachweis bei derartigen Tötungsdelikten problematisch ist. Also ein Ersticken an einer faulen Leiche lässt sich in der Rechtsmedizin nicht mehr nachweisen. Also das geht nicht. Das ist dann wirklich ein Beweismittelsicherungsverfahren. Also wenn am Kissen Spuren gefunden wurden, kann man es vermuten. Wir können es nicht nachweisen. Trotz der massenhaften Spuren im ehemaligen Büro von Dietmar S. können die Kriminaltechniker ihn nicht zweifelsfrei überführen. Mittlerweile behauptet der Beschuldigte sogar, er habe einvernehmlichen Sex mit der Schülerin gehabt. Lipphaus braucht mehr. Und so setzt er alle Energie in das Auffinden der Firmenfahrzeuge von Dietmar S. Und tatsächlich, die Beamten können die Autos finden und untersuchen unter anderem auch diesen VW Passat. Vorab haben wir uns die Mühe genommen und haben gesagt, wir müssen alle Fahrzeuge mit Leichenspürhunde nochmal abgehen lassen, in der Hoffnung, dass ein Hund in irgendeinem Fahrzeug anschlägt. Das war tatsächlich so. Es hat ein Leichenspürhund angeschlagen und ausgerechnet an dem Fahrzeug, was wir von vornherein im Verdacht haben, dass es von ihm benutzt wurde, um die Leiche abzutransportieren. Auf der Auslegeware fanden sich Spuren von der Bekleidung des Tatopfers, aber an der Bekleidung des Tatopfers konnten auch noch Fasern von der Auslegeware des speziellen VW Passat gefunden werden. Sekretspuren an seinem Sessel, Spuren des Opfers in seinem Auto und Spuren des Autoteppichs an Bekleidungsstücken der Toten sind es, die Dietmar S. des Mordes überführen. Der Täter selbst aber äußert sich nicht zur Tat. Aufgrund der Indizien wird er dennoch zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Lipphaus und sein Team rekonstruieren, was am 8. August 1998 passiert sein muss. Es lässt sich mittlerweile aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen deutlich feststellen, dass Dietmar S., der sich zur Tatzeit auch im Besitz einer Schusswaffe befand, mit der er Schussübungen in seiner Firma durchgeführt hat, am 7.8. gegen 20 Uhr durch Vorhalt der Waffe in die Gewalt der Stefanie K. gekommen ist. In den Firmenräumen dürfte er sie relativ zeitnah auf den TV-Stuhl gesetzt und gefesselt haben und dürfte sich die Nacht über sexuell an ihr vergangen haben. Die Tötung erfolgte, indem er sie mit einem Kissen erstickte. Das lässt sich anhand der Spuren auch eindeutig belegen. Anschließend bringt er das tote Mädchen mit seinem Auto in ein abgelegenes Waldstück. Hier legt er die Leiche ab, versteckt sie unter Erde und Gestrüpp. Klaus Lipphaus hat nicht aufgegeben. Und so konnte er einen der gefährlichsten Sexualmörder Nordrhein-Westfalens hinter Gitter bringen. Passau. Kriminalist Uli Moser ist hier zwei Männern auf der Spur, die offenbar eine junge Studentin mit mehr als 20 Messerstichen in ihrer Badewanne umgebracht haben. Die beiden Tatverdächtigen Jan H. und Andreas S. haben sich womöglich ins Ausland abgesetzt. Die beiden Tatverdächtigen hatten bei einer Studentenparty, zu der sie mit Caroline B. gegangen waren, geäußert, dass sie nach dem Aufenthalt in Passau nach Spanien weiterreisen wollten. Auch hatten wir zwischenzeitlich die Aussage eines französischen Bahnbediensteten, der die beiden in Frankreich aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung wiedererkannt hatte. Dieser konnte angeben, dass die beiden Tatverdächtigen unterwegs waren mit dem Zug nach Paris. Als der Druck durch die europaweite Öffentlichkeitsfahndung steigt, knickt einer der Verdächtigen ein. Andreas S. stellt sich den spanischen Behörden. Andreas S. stellte sich am Morgen nach der Ausstrahlung der Sendung XY in Bilbao den spanischen Behörden, wurde nach Madrid überstellt und dort von einer Kollegin von mir abgeholt. Der zweite Tatverdächtige, Jan H., wurde einige Tage später in San Sebastian von Passanten aufgrund der Fahndungsmaßnahmen erkannt, ebenfalls nach Madrid überstellt und dort von uns abgeholt. Zwar hat Mordermittler Uli Moser nun die beiden Tatverdächtigen in Passau in Gewahrsam, doch in ihren Vernehmungen erzählen die eine Tatversion, die der erfahrene Ermittler so nicht glauben kann. Andreas S. machte Angaben zum Tathergang, gab dabei jedoch an,
zum Tatzeitpunkt, also am Vormittag oder Mittag des 11.02. geschlafen zu haben. Er gab an, von der Tatausführung überhaupt nichts mitbekommen zu haben. Er sei von Jan H. geweckt worden mit der Aussage, er, also Jan H., habe soeben die Caroline erstochen. Hat Jan H. die junge Frau tatsächlich ganz alleine getötet? Das Kuriose daran, Jan H. bestätigt dies in seiner Vernehmung. Doch Mordermittler Moser bezweifelt die Aussage der beiden Männer. Die Aussage des Andreas S., von der Tat nichts mitbekommen zu haben, war für uns unglaubwürdig, zum damaligen Zeitpunkt jedoch nicht zu widerlegen. Uli Moser und sein Team müssen noch tiefer in den Fall einsteigen. Und so können sie ermitteln, dass der Jüngere, Jan H., in einer regelrechten psychischen Abhängigkeit zum älteren Verdächtigen Andreas S. steht. Ist das der Grund, warum Jan H. seinen Komplizen deckt? Und dann finden Moser und seine Kollegen noch Hinweise dafür, dass Andreas S. zur Tatzeit keinesfalls geschlafen hat, wie er selbst behauptet. Durch verschiedene Downloads am PC, die eindeutig Andreas S. zuzuordnen waren, sowie durch Vernehmungen von Kontaktpersonen in Hannover, die am Vormittag des 11.02. mit Jan H. telefoniert hatten und im Hintergrund eine männliche Stimme gehört hatten, konnten wir also Andreas S. nachweisen, dass er am Vormittag des 11.02. wach war und nicht geschlafen hatte. Für den anstehenden Mordprozess ein wichtiger Beweis. Und auch Andreas S. Komplize Jan H. sagt, konfrontiert mit den neuen Erkenntnissen nun endlich die Wahrheit. Andreas S. hatte dann nach Aussage des Jan H. ihn dazu bestimmt, die Caroline B. umzubringen, mit einem Messer, wie es formuliert wurde, abzustechen. Nach mehrmaligem Zögern des Jan H. habe ihn der Andreas S. mehrmals, etwa 4 bis 5 Mal, mit den Worten mach jetzt, bring sie jetzt um, aufgefordert, die Tat jetzt endlich zu begehen. Los, mach die jetzt platt, jetzt kommt eine geile Musik und dann geht das los. Los, mach jetzt. Ja, gut, okay. Andreas S. lässt den Titelsong aus der Filmreihe Rocky laufen. Damit will er seinen Handlanger zu dem Mord anheizen. In diesem Polizeivideo ist zu sehen, wie Jan H. an einer Polizeibeamtin den Tatablauf nachstellt. Die beiden Männer wollten Geld und Wertgegenstände ihres Opfers erbeuten. Motiv: Habgier. Das Landgericht Passau verurteilt Jan H. wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von 9,5 Jahren. Der Motivator der Tat, Andreas S., muss lebenslänglich hinter Gitter. Ermittler Uli Moser und sein Team konnten diesen Fall lösen. So wie viele andere auch. Wenn ich jetzt die letzten 50 Jahre hernehme, so liegt die Aufklärungsquote bei Mord im Bereich der Kriminalpolizeiinspektion Passau bei 100%. Das liegt zum einen daran, dass es sich bei Morddelikten oder Tötungsdelikten in der Regel um Beziehungstaten handelt. Zum anderen öffnet uns natürlich die moderne Kriminaltechnik ganz neue Möglichkeiten. Mord lohnt sich nicht. In der Regel werden die Täter überführt. Und Uli Moser und sein Team wollen auch weiter dafür sorgen, dass es so bleibt.